zu meinem Resümee kann ich nur sagen, dass ich mich jetzt wieder irrsinnig wohlfühle, da ich draufgekommen bin, dass ich in den letzten, ja, ich sage einmal 2-3 Jahren nie voll trainieren habe können, und das möchte ich jetzt einfach ausnutzen, und deswegen fühle ich mich absolut top. Zur Konkurrenzsituation ist einfach so, dass ich denke, dass der Lucky beginnen wird. Für mich aber jetzt in diesem Sinn kein Problem, weil ich jetzt wieder weiß, dass ich voll angreifen kann, das was ich in den letzten Jahren nicht machen habe können. Wenn der Lucky gut spielt, dann werde ich ihn natürlich pushen und unterstützen. Und sollte es nicht der Fall sein, bin ich da zu 100% und ich freue mich einfach, dass die Saison wieder losgeht und nicht zu 100% angreifen kann. Aus welchen Gründen hast du in den letzten Jahren nicht voll trainieren können? Na, ich habe in der Winterpause eine Lebensmittelaustestung machen lassen. Da ist mir drauf gekommen, dass ich einen Candida-Pilz am Darm habe. Und der haut dann das Immunsystem so zusammen, dass man einfach nicht voll da ist. Und ich habe mir die letzten vielleicht 3 Jahre gefragt, warum ich nie hundertprozentig fit bin, immer sehr müde bin. Und das war wahrscheinlich der Grund. Jetzt im Nachhinein gesehen, für mich persönlich sehr gut, dass man draufgekommen ist. Und jetzt weiß ich wieder, dass ich voll da bin. Wie äußert sich das? Spürst du dich auch selber jetzt mehr? Also fühlst du dich befreiter? Kannst du mehr in die Zweikämpfe gehen, mehr dich ins Spiel reinhauen? Oder ist das auch eine psychische Sache, dass du sagst, okay, jetzt ist er weg? Das Problem war, ich habe nie gewusst, warum ich so niedergeschlagen und erledigt bin. Und jetzt weiß ich das und das tut schon gut. Und ich merke auch jetzt nach 7 verlorenen Kilo, wie ich einfach drauf bin. Einfach zu 100% da und wieder angriffslustig. Und das ist das Wichtigste für einen. Das heißt, wir können im Frühjahr mit einem fitten Helge rechnen? Selbstverständlich, und ich freue mich schon sehr drauf. Was sind die Ziele mit der Mannschaft? Glaubst du an die Mission 33 oder ist das eher ein Wunschdenken, das man immer in sich trägt? Ja, Wunschdenken ist das auf alle Fälle. Das trägt man als Rapidspieler, oder ich sage, wenn man schon so lange da ist, immer mit sich mit. Wir waren zweimal Master und der Steffen wird Papa und das wird einfach alles super zusammenpassen. Aber ich glaube, wir sollten uns jetzt nicht schon vom ersten Spiel so unter Druck setzen und nur vom Meistertitel reden, sondern, sage ich, die schöne Floskel, einfach von Spiel zu Spiel denken, das ist in unserer Situation einfach am wichtigsten, weil wir eine sehr junge Mannschaft sind. Und ja, ich wünsche es mir trotzdem. Danke für das Gespräch. Gerne.